Und dann würde ich gerne das Wort an unseren Geschäftsführer übergeben, Christian Weiß. Ja, vielen Dank, Frau Böse, und auch nochmal Hallo in die Runde. Schön, dass Sie da sind. Ein schöner Anlass, weil es ging darum, dass also die Luca-App nun nicht nur in der Hansestadt Rostock, sondern eben auch in der auch im Landkreis verfügbar sind. Ich freue mich sehr, dass Herr Pegel, unser Minister für Digitalisierung, in dem Fall auch in der Runde mit dabei ist und über das Thema Luca-App sprechen will. Wir sind in der Region aus meiner Sicht nur gemeinsam stark, können auch gemeinsam aus der Krise hinausgehen. Und das ist aus unserer Sicht ein innovativer Weg, mit dem wir das hier machen können. Meinen herzlichen Dank erst einmal neben Herrn Pegel natürlich, dass er einen Impuls an uns geben wird, an Herrn Machatsch, der ist quasi derjenige, der die App vorstellen wird. Und letztendlich wollen wir ja alle mit Hilfe dieser Luca-App ein bisschen mehr Freiheit haben. Es ist ein Schritt in Richtung oder gegen die Pandemie. Und deswegen, Herr Pegel, ich hoffe, Sie haben das Wort, ein störungsfreies Wort. Ich grüße Sie ganz herzlich, einen wunderschönen guten Abend in die digitale Runde. Ich bin gebeten worden, einmal zu sagen, was hat uns eigentlich umgetrieben beim Thema Luca oder was hat uns umgetrieben bei der Digitalisierung der Nachverfolgungslisten und werbe mal dafür, dass wir eine nicht ganz einfache Situation haben. Wir haben weiterhin ein Virus, das unsere Gesellschaft ziemlich in den Griff hält. Das gilt weltweit, von daher ist es jetzt auch nichts, was uns besonders benachteiligt oder bevorteilt, aber wir müssen damit umgehen. Wir wissen, dass wir im letzten Sommer die Öffnung deshalb mit Listen, mit Papierlisten begleitet haben. Die Papierlisten enthielten dann immer, wenn ich essen ging, oder ausgefüllte Zettel enthielten dann den Namen, die Anschrift und vor allem die Telefonnummer. Und die Idee war genau das zu digitalisieren, weil wir vorhersehen können, dass wir jetzt in Öffnungsprozesse eintreten, wo es wieder darum geht, die entsprechenden Anschriften und Telefonnummern zu erfassen. Und wir A, das Gefühl hatten, dass die Papiervariante nicht das Ei des Kolumbus ist, sowohl aus Datensicherheitsgründen, die Listen liegen dann irgendwo rum, als auch aus Datenschutzgründen. Da lesen eine Menge Leute drüber, die man gar nicht zwingend die Adresse und die Telefonnummer lesen lassen möchte. Und wir hoffen damit, dass wir umgekehrt die Gesundheitsämter entlasten. Die Frage war also, gelingt es uns, das irgendwie so digital zu erfassen, dass es für alle viel schneller geht als Papier? Dann haben wir die Leute bei uns, weil sie sagen, wenn es schneller geht, mache ich gerne mit. Zweitens, was einfacher ist als Papier. Und drittens, was nach Möglichkeit die, die hinterher mit den Daten umgehen müssen, nämlich die Gesundheitsämter, auch noch viel schneller in die Lage versetzt, damit umzugehen. Und das war der Auftrag aus dem sogenannten MV-Gipfel, den wir seit Beginn der Pandemie zum Teil mehrfach im Monat abhalten, wo die verschiedensten Verbände, Vertreter, aber insbesondere Regierung, Landkreise, kommunale Ebene dabei sind und wir immer wieder beraten, wie gehen wir in den nächsten Schritten vor. Und der Auftrag Mitte Februar lautete: Energieministerium, Digitalisierungsministerium, gucke doch mal, ob wir eine digitale Lösung für dieses absehbare Problem bekommen. Wie kriegen wir wieder Listen hin, nach Möglichkeit digital geführt? Und wir haben dann eine Marktrecherche durchgeführt und wollten offen eingestanden, um auch das vorwegzunehmen, weil die Frage jetzt ständig anlandet: Wir wollten keine App kaufen. Eine App kann Unternehmen alleine kaufen, dafür braucht er unsere Hilfe nicht. Sondern wir wollten, dass auf ein System aufgesetzt werden kann, das nach Möglichkeit die App so vernetzt, dass die Gesundheitsämter mit wenigen Knopfdrücken die Daten zu sich holen können. Und dass das direkt in die von Ihnen verwendete Software eingespielt wird, mit denen Sie die Nachverfolgung, quasi die Hygiene, die Seuchenbekämpfung vornehmen. Und genau danach haben wir geguckt und dann war am Ende nur ein Produkt nach unserer Überzeugung übrig, was alle unsere Anforderungen erfüllt hat. Und das war nicht die Luca-App, sondern das Luca-System. Die App gibt es kostenfrei, die braucht man nicht kaufen. Die kann jeder von Ihnen, die kann ich kostenfrei im Netz runterladen. Das Entscheidende war dahinter, ein System zu kaufen, was diese verschiedenen Apps so verknüpft, dass sie bei den Gesundheitsämtern, wenn es darauf ankommt, in kürzester Zeit aufschlagen. Und genau die haben wir dann erworben. Ich weiß, dass jetzt viele sagen, hättet ihr nicht europaweit ausschreiben können, dann hätten wir vielleicht noch ein viel genialeres System gefunden. Ja, wir hätten auch ein BER bestellen können und einen Flughafen in 12 Jahren bekommen. Die Grundüberlegung, die uns umtrieb, war, dass wir wahrscheinlich jetzt Hilfe brauchen und die zügig. Und deshalb haben wir uns im Vergaberecht in der Tat die Ausnahmemöglichkeiten, die für solche Pandemiesituationen bestehen, herausgesucht. Und zweitens über eine schnelle Markterkundung geschaut, was gibt es eigentlich an Produkten. Am Ende sind wir bei einem einzigen System gelandet, was alle unsere Voraussetzungen erfüllt. Die Hoffnung mit dem System ist, dass wir es den Gesundheitsämtern deutlich leichter machen, dass wir all das, was du bisher hast, wenn jetzt ein Fall bei irgendeinem Restaurant, bei einem Einzelhandelsgeschäft, bei einem Friseur auftritt, dass die Papierlisten erst ins Amt müssen, dass jemand die Papierlisten abtippt, dann merkt, so richtig gut leserlich ist diese oder jene Anschrift oder Nummer nicht, dass wir all das vermeiden, weil die Daten automatisch eingelesen werden. Die Luca-App hat deshalb für uns die Möglichkeit geschaffen, dass jeder auf seinem Handy seinen Verlauf, wo er gewesen ist, bei sich trägt. Jetzt kommen zwei Voraussetzungen: Wenn möglichst viele Kunden mitmachen
und möglichst viele Unternehmen mitmachen. Und das ist genauso, habe ich es verstanden, das, was wir heute versuchen, bei Ihnen als Überzeugungskraft zu gewinnen, wenn möglichst viele von Ihnen als auf Unternehmensseite mitmachen und die Kundschaft sich einfach schnell einloggt, dann haben wir möglichst das gesamte Datenvolumen in dem Luca-System drin und können es den Gesundheitsämtern, wenn es zu Zwischenfällen kommt, viel leichter machen, mit diesen Daten zu arbeiten. Die Idee ist, dass bei Ihnen diejenigen, die mir als Unternehmen bisher Antwort gegeben haben, sagen, unter 5 Minuten Einrichtungszeit, um mal ein bisschen Sorge rauszunehmen, dass bei Ihnen als Unternehmen die kostenfreie Downloadmöglichkeit im Internet genutzt wird, Sie bei sich die Luca-App installieren, einrichten, da müssen Sie ein paar Angaben treffen, damit es klar ist, ob Sie mit einem oder mehreren Geschäftsorten arbeiten, damit man jeweils einen entsprechenden QR-Code hat. Und ab dem Moment, wo Sie diesen QR-Code generiert haben, kann sich Ihre Kundschaft, wenn Sie die Luca-App als Kundenprofil, so wie ich, auf meinem Handy habe, gehe ich bei Ihnen rein, drücke einmal mit der Luca-App drauf. Das ist wie eine Fotografie. Das kennen Sie auch von QR-Codes. Das ist in weniger als einer Sekunde gemacht. Sie gehen rein und mein Telefon merkt sich dann einfach, dass ich bei Ihnen war. Wenn ich rausgehe, muss ich dran denken, einmal zu sagen, ich bin raus. Sie selbst können als Unternehmer es Ihren Kunden im Übrigen leichter machen, indem Sie mit Geo-Phishing sogar einstellen, dass dann, wenn ich weiter als 20 Meter von Ihrem Ladenlokal weg bin oder 30 oder 40, automatisch ich abgemeldet werde, weil ich, wenn ich außerhalb Ihres Ladens sein kann, kann ich nicht mehr drin sein. Also die Luca-App erlaubt dem Unternehmer es sogar seinen Kunden leichter zu machen. Aber auch wenn Sie es nicht so leicht machen, der Kunde wird von seiner Luca-App ohnehin regelmäßig erinnert, bist du wirklich noch einkaufen? Und die Frage kann man dann mit Ja beantworten, dann ist die Luca-App still. Oder man antwortet mit Nein, dann meldet er mich ab. Wenn Sie Luca runtergeladen haben und schon genutzt haben, können Sie dann richtig in Ihre eigene Historie gucken, wo Sie wann waren. Und genau das ist die Grundidee. Das Gesundheitsamt mag dann feststellen, Christian Pegel teilt mit, ich bin leider vermutlich seit 3-4 Tagen positiv. In dem Moment ist dann das Gesundheitsamt darauf angewiesen, dass ich Ihnen mitteile, wo ich denn in den letzten 3-4 Tagen war und vor allen Dingen, wem ich begegnet bin und mit welchen Konstellationen, Näheverhältnissen. Das nimmt mir jetzt die Luca-App, zumindest für alle die Orte, wo sie eingesetzt werden konnte, ab. Das Gesundheitsamt bittet mich dann, die Daten freizugeben. Das tut mein Handy nicht automatisch. Meine eigene Historie ist nur auf meinem Handy in meiner Luca-App hinterlegt. Ich muss dann eine TAN eingeben, so ein bisschen wie beim Online-Banking, kennen Sie auch, quasi eine Bestätigungsnummer. Und erst dann würde mein Handy über das Luca-System die Daten in das System des Gesundheitsamtes, das die Daten abgefragt hat, transferieren. Mithilfe der Daten kann das Gesundheitsamt dann, weil es weiß, in welchem Zeitraum es sucht, schauen, in welchen Geschäften, bei welchen Friseuren, Ärzten und so weiter bin ich gewesen und kann dann jeweils bei den Geschäften die Unternehmen bitten, ihnen die entsprechenden Daten freizugeben. Auch die Geschäftsinhaber müssen zunächst mit einer TAN, wie beim Online-Banking, einmal freigeben. Wenn sie das tun, kommen dann aber in dem Zeitraum, in dem ich im Geschäft war, für das das Gesundheitsamt abgefragt hat, die Daten einmal kompakt zum Gesundheitsamt mit den entsprechenden Adressdaten, die von, und erst dann, das ist wichtig, von den Handys der anderen, die mit mir zusammen im Laden gewesen sind, runtergezogen werden. In dem Moment vereint das Luca-System für das Gesundheitsamt die Daten, ich war in einem Geschäft, mit den Daten der anderen Handys, die ebenfalls im Geschäft waren, damit das Gesundheitsamt dann erst in dem Moment eine Liste bekommt, wer war parallel zu mir dort. Das finde ich den Datenschutzvorteil dieses Systems. Die Daten, mein Name, meine Handynummer liegen nicht bei dem Unternehmen, sondern dort liegt nur, ich glaube, eine 40-stellige Codierung. Und nur das Luca-System kann, wenn es konkret gefragt wird, sagen, und dieser 40-stellige Code ist Christian Pegel mit seinem Handy und zieht dann, wenn es darauf ankommt, die Daten zusammen. Es gibt also keine permanente Datenflut, sondern sie wird nur generiert, zusammen organisiert, wenn es fürs Gesundheitsamt darauf ankommt. Was uns am System als ebenfalls überzeugt hat, ist, dass es auch den Nicht-Handy-Nutzer mitzieht oder mitsieht. Ich weiß, dass viele sagen, passiert doch gar nicht. Doch. Die Fälle gibt es, die schreiben uns auch. Die ziehen sich im Übrigen durch alle Lebensgenerationen, um da allen Vorteilen entgegenzutreten. Sie können also auch bei einem webbasierten System, also der Unternehmer, wenn Sie sagen, ich habe jetzt einen Kunden, der hat keine Luca-App, der hat überhaupt kein Handy, dann können Sie ihn auch im Einzelfall bei sich im Laden eingeben. Das ist dann nichts anderes wie mit einer Papierliste, bloß auf Ihrem Tablet oder Ihrem Computer. Dann wird für den Tag, für die Uhrzeit, in der der Kunde da ist, einmal so eine Daten erfasst, werden bei Ihnen in der Händler-Luca-App hinterlegt und sind dann ebenfalls sicher. Oder die Kunden ohne Handy, die es dauerhaft wollen, können sich einen Schlüsselanhänger geben lassen, wo ein QR-Code von Luca drauf ist. Den lassen Sie einmal, irgendein Enkel, irgendein Nachbar wird schon einen Computer haben, lassen sich einmal mit Ihrer Adresse, Ihrer Handynummer, mit diesem an einem Schlüsselanhänger hinterlegten QR-Code erfassen und können dann mit Ihrem Schlüsselanhänger sich in Ihren Geschäften entsprechend einloggen und sind dann ebenfalls hinterlegt. Zu guter Letzt gibt eine Menge anderer Fragen, die uns ziemlich überzeugt haben. Eine ist, dass solange Sie den QR-Code im Handy generieren, also Sie sind Nutzer, Sie sind Kunde, jetzt heißt mal die Sorge, jetzt fotografiert irgendein boshafter Unternehmer meinen QR-Code ab.
und zieht damit durch halb Rostock oder Schwerin, lockt sich ein und wenn er später in Quarantäne muss, das sind alle sehr theoretische Fälle, wenn man ehrlich ist, dann denken alle, das war Christian Pegel, obwohl das bloß der Unternehmer XYZ war, der meinen QR-Code abfotografiert hat. Das nützt ihm nicht, warum nicht, solange sie nicht den Schlüsselanhänger benutzen. Der hat natürlich einen statischen QR-Code. Aber immer dann, wenn sie es auf dem Handy haben, generiert Luca in kurzen Abständen neue QR-Codes, sodass damit auch kein Missbrauch getrieben werden kann, wenn jemand meinen QR-Code abfotografiert. All das eröffnet nach unserer Überzeugung gute Möglichkeiten, das System Stück für Stück zu öffnen. Wir gehen davon aus, dass zwar nicht sofort nächste Öffnungsschritte folgen, die werden aber zeitnäher kommen. Wenn wir an Gastronomie denken, an Hotellerie, an Campingplätze, Sie können die Liste jetzt endlos fortsetzen, an Veranstaltungsgewerbe, Diskotheken. Und wir glauben, dass Testen, Nachverfolgen, Impfen zwischenzeitlich der notwendige Dreiklang ist. Mit dem Testen haben wir jetzt mit der aktuellen Entscheidung letztes Wochenende begonnen. Da müssen wir jetzt reinkommen, dass möglichst viele mit einem nicht mehr als 24 Stunden alten Negativtestdat kommen. Dann ist schon mal sicher, dass die meisten, die reinkommen, schon nicht Corona-positiv waren. Wenn dann trotzdem ein Zwischenfall passiert, können wir mit der Corona-App in kürzester Zeit nachvollziehen und nachkontrollieren, versuchen nachzuverfolgen und auf die Art und Weise sicherstellen, dass der Flächenbrand sich möglichst wenig weit ausbreitet, um diese exponentiellen, diese sprunghaften, explosionsartigen Steigerungen der Erkrankungszahlen, die aus wenigen Fällen hervorgehen können, nicht müssen, aber können, zu vermeiden. Ich hoffe, dass der Werbeblock jetzt lang genug war, um Sie zu begeistern, mitzumachen, sowohl als Kunde als auch als Unternehmer. Herzlichen Dank für die Veranstaltung heute. Ich weiß, dass alles neue Digitale erstmal ein bisschen Abwehr verursachen kann, weil alle sagen, worauf lasse ich mich ein? Mein Eindruck ist, sehr viel einfacher geht's kaum. Warum? Weil wir keine komplexe Software programmieren mussten, sondern nur für diesen Einzelfall was machen. Und am Ende des Tages nehmen wir, glaube ich, allen Arbeit ab mit dem System. Ich hoffe insbesondere, dass auch die Gesundheitsämter sagen, auch ihnen hilft es. Das war ja das Ziel des Ganzen. Aber wenn wir künftige Öffnungsschritte wollen, wird es nicht gehen, ohne dass wir testen und nachverfolgen. Neben dem Impfen, was der Staat organisieren muss, aber testen und nachverfolgen als wichtige Mitbausteine organisieren. Und das Nachverfolgen, dafür ist genau Luca. Das System mit der dazugehörigen App, das System, was wir nutzen wollen. Und wenn das flächendeckend im Lande gelänge, dann hätten wir wirklich einen Riesensprung nach vorne gemacht und könnten auch die nächsten Schritte sehr viel ruhiger nachvollziehen. Ich zumindest treffe auf eine Menge Einrichtungen, Rathäuser, Friseure. Also Friseur ist jetzt nicht mein Beispiel, sondern das ist meine Frau. Ja, Friseur ist jetzt nicht meine Hauptbaustelle, aber ich erlebe eine Menge Einrichtungen, wo sie zwischenzeitlich die Luca-App nutzen können. Und egal, wo ich sie einsetze, ich höre viel positive Resonanz und hoffe, diejenigen, die schon Erfahrung haben, teilen die heute. Ich will mich ganz herzlich bedanken bei den Wirtschaftsverbänden, bei all denen, die heute organisiert haben. Denn nochmal, die erste Abwehrreaktion müssen wir jetzt überwinden. Wir müssen bei Ihnen das Vertrauen schaffen, dass das in 3 bis 5 Minuten gemacht ist. Aber danach schafft es Ihnen Riesenvorteile. Und ein letzter Werbeblock, die 3 bis 5 Minuten sind mit Sicherheit nur ein Bruchteil der Zeit, die Sie im letzten Jahr, während man öffnen durfte, für das Schreddern der Papierlisten nach einem Monat gebraucht haben. Der Vorteil an Luca ist, die löschen die Daten automatisch nach 30 Tagen. Auch damit haben Sie nichts mehr zu tun. Das heißt, Sie müssen nur einmal einrichten und danach ist gut. All die Arbeit, die früher noch bestand, nimmt Ihnen Luca ab. So, das war ein Werbeblock jetzt wirklich genug. Herzlichen Dank. Ich wünsche erfolgreiche Veranstaltungen und hoffe, ich habe Sie nicht über Bord strapaziert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Pegel, für die einführenden Worte. Ich merke auch schon, es sind sehr viele begeistert. Es kommen schon Fragen rein, die wir dann nachher auf jeden Fall bearbeiten. Und ja, ich würde gerne jetzt übergeben an Christian Machatsch von der Hanse und Universität Stadt Rostock. Tobias Hamann haben wir auch im Publikum. Wenn es da noch Sachen zu ergänzen gibt, würde er das tun. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf Herrn Machatsch. Genau, ihr müsst mir einmal noch den Bildschirm freigeben, mich da freigeben lassen, weil gerade kann ich es nicht. Weil ihr habt das deaktiviert. Kleinen Moment, wurde es erledigt. Danke für den Hinweis. Genau, kurze Einführungsworte. Genau, also wir in Rostock nutzen das Luca-System ja schon als, sag mal, Vorreiter in MV seit 1.3. Haben das auch schon in Anwendung, haben mehrere tausend Geschäfte, die das jetzt tagtäglich schon nutzen. Und die Resonanz von den Kunden ist durchweg positiv. Ist natürlich noch nicht alles perfekt, aber so grundsätzlich können wir da schon sagen, dass wir mit Luca schon gute Erfahrungen gemacht haben und das jetzt auch stetig weiterentwickeln. Genau, so, jetzt kann ich auf ein bisschen teilen, perfekt. So, genau. Der Minister hat ja schon ein paar Sachen gesagt. Ich führe Sie euch einfach mal kurz durch den Registrierungsprozess. Das ist, wie gesagt, total einfach. Im Endeffekt dauert das wirklich 5 Minuten, dann habt ihr das alle gemacht. Ich habe schon mal ein Konto angelegt. Das ist quasi wie so ein Amazon-Konto mit Registrierung und dann der Bestätigung per E-Mail. Das habe ich schon mal abgekürzt. Dann loggt ihr euch das erste Mal ein. Das mache ich jetzt.
Und dann kommt schon sofort der erste Schritt, und das ist eigentlich der wichtigste Schritt, den wir jetzt im Registrierungsprozess machen müssen. Die Daten, die das Gesundheitsamt abfragt, die müssen freigegeben werden. Und das kann man nicht einfach so machen, sondern muss dementsprechend einen Schlüssel bereithalten. Luca hat drei Schlüssel. Einmal das Gesundheitsamt als sozusagen wichtigster Schlüssel. Dann hat der Betreiber einen Schlüssel und die Privatperson hat einen Schlüssel. Und damit die Daten, die hier auf den Servern und auf ihren Handys sozusagen gespeichert sind, entschlüsselt werden können durch das Gesundheitsamt, müssen immer zwei Parteien das Ganze aufschließen. Also das Gesundheitsamt plus noch jemand anders. Sprich, wenn Sie vom Gesundheitsamt eine Nachfrage erhalten, bitte geben Sie mir Ihre Kontaktdaten für den Zeitraum X, Datum X, Zeitraum XY an, dann brauchen Sie diesen Schlüssel, um das freizugeben. Und den speichern Sie sich auch doppelt, dreifach, legen Sie sich unter das Kopfkissen dass der nicht wegkommt, weil wenn der weg ist, können Sie die Daten nicht freigeben und die Kontaktdaten kann niemand auf dieser Welt mehr lesen. Sprich, Sie downloaden den, das ist im Endeffekt eine ganz einfache TXT-Datei, zeige ich gleich nochmal, die hat jetzt die Endung Punkt Luca. Damit kann wenn das jetzt jemand versucht zu öffnen, damit kann der Computer erstmal nichts anfangen. Ich zeige Ihnen aber gleich, wie man das theoretisch auch anmachen kann. Oder Sie können diesen Text, das ist im Endeffekt, glaube ich, 30, 40 Stellen auch, kopieren. Und dann zeige ich Ihnen das mal, wie der aussieht. So, im Endeffekt ist das diese Zeichenkette hier. Das ist Ihr Schlüssel. Den können Sie sich im Passwortmanager speichern. Sie können sich den auf einem Word-Dokument speichern. Sie können sich den von mir so ausdrucken, wenn Sie das ganz sicher haben wollen. Und den brauchen Sie halt, entweder die Datei oder diesen Schlüssel, wenn Sie den eingeben bei der Freigabe des Gesundheitsamts. Also kann ich gar nicht oft genug betonen, wie wichtig dieser Schlüssel ist. Genau, das war schon die erste Hürde und die größte. Wenn wir die übersprungen haben, ist der Rest eigentlich total einfach. Wir legen dann einen neuen Standort an, also einfach hier auf neuen Standort klicken. Wählen aus, was wir sind, Restaurant, Hotel, Pflegeheim, Einzelhandel oder irgendwas anderes, je nachdem. Also dafür ist ein anderer da. Ich nehme jetzt einfach mal andere und dann geben Sie einen Namen ein. Ich sage jetzt einfach mal Teststandort, habe ich schon mal gemacht. Hier der Name Ihres Geschäfts. Ihre Filiale. Je nachdem, wie Sie aufgestellt sind, geben Sie dann hier ein. Dann müssen Sie Ihre Adresse angeben. Das funktioniert einmal über den Google-Kartendienst, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Sprich, Sie suchen Ihre Adresse, geben die hier ein. Ich nehme jetzt einfach mal bei uns den neuen Markt 1. In Rostock, ganz wichtig, auch hier die Straße und die Hausnummer eingeben, dann klappt das alles auch. Und dann findet Luca automatisch Ihren Standort. Das ist nachher für diesen automatischen Checkout sehr, sehr wichtig. Na, am besten einfach hier den Standort automatisch aussuchen lassen. Wenn das nicht gehen sollte, können Sie das hier auch händisch eingeben. Na, aber das obere ist tatsächlich für den weiteren Verlauf besser. Steht hier im Zweifel auch nochmal. Genau, der zieht sich auch gleich so Postleitzahlen, so Gedöns brauchen Sie nicht. Das weiß er dann automatisch im Hintergrund. Klicken Sie auf Weiter. Dann geben Sie Ihre Telefonnummer an. Sprich, wie sind Sie erreichbar? Also das Gesundheitsamt fragt zwar, die digital an, kann im Zweifel aber auch mal anrufen und Nachfragen haben, wenn die Daten gleich nicht eindeutig sind, wenn noch irgendwelche Sachen zu klären sind. Also eine möglichst gut erreichbare Telefonnummer hier angeben. Genau, das ist jetzt meine Nummer hierfür. Dann kann man die Standorte in verschiedene Bereiche einteilen. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also es nutzt dem Gesundheitsamt tatsächlich nichts, wenn wir uns einen ganz großen Laden vorstellen, sagen wir mal Mediamarkt oder den Kaufhof, also keine Werbung, aber so ein großer Bereich. Dann kann es ja passieren, wenn Sie einen QR-Code am Eingang festlegen, scannen sich alle ein und verteilen sich über das gesamte Haus. Und dann können sich theoretisch Leute ja teilweise gar nicht treffen und werden trotzdem als Kontakt identifiziert. Und das Gesundheitsamt braucht im Endeffekt die QR-Codes so genau, dass diese Kontaktszenarien für die Kontaktperson ersten Grades halt irgendwie erreicht werden, sprich Konferenzräume, Umkleidekabinen, überall dort, wo Menschen über einen längeren Zeitraum als 15 Minuten im engen Kontakt sind und im Zweifel, wenn alles blöd läuft, vielleicht sogar keine Maske tragen. Das tragen wir ja im öffentlichen Raum jetzt eigentlich alle, aber das kann ja Szenarien geben, wo das vielleicht noch nicht so ist. Und das sind die relevanten Check-ins, nicht irgendwie in einen ganz großen Bereich und dann locken sich alle ein und dann ist alles gut, weil damit kann das Gesundheitsamt oder im Endeffekt nichts anfangen. Also die Bereiche so detailliert wie möglich machen. Wenn Sie, keine Ahnung, bei uns in der Verwaltung machen wir das so, wenn wir die Sachbearbeitung
Bürgerkontakt haben, dann machen wir jedes einzelne Büro als Check-in. Und dann wissen wir, unser Mitarbeiter und unsere Mitarbeiterin hatte mit der und der Person da Kontakt im Zweifel, wenn wir das dann Digitalisierungsamt 2 geben. Genau, also hier möglichst viel Detail, um eben diese 15 Minuten noch abbilden zu können. Das Gesundheitsamt kann das aber auch priorisieren, kann dann auch sehen, okay, es sind jetzt Bereiche, wo diese Kontaktszenarien vielleicht nicht stattfinden, das schadet nicht, aber je detaillierter Sie hier sind, desto mehr helfen Sie dem Gesundheitsamt. Genau, ich mache das einfach mal, Sie klicken hier einfach auf Ja und ich einfach Ihre Bereiche eingeben. Wir haben bei uns Beratungsräume, bei Ihnen vielleicht dann im Laden, wenn es bestimmte kleinere Bereiche gibt, wo Beratungen stattfinden, solche Geschichten, das müssen Sie dann im Endeffekt bei sich sehen, da kenne ich Ihren Laden einfach jetzt nicht. Grundsätzlich einfach die Bereiche angeben. Man kann im Nachhinein auch noch mehr angeben. Ich mache jetzt einfach mal ganz salopp 3. Und dann klicken Sie einfach auf Weiter. Und können hier angeben, ob Sie den automatischen Checkout einstellen wollen oder nicht. Ich klicke jetzt auf Nein. Das zeige ich Ihnen nachher nochmal gesondert in der Einstellung. Und das ist eigentlich schon alles. Dann klicken Sie auf Erstellen und Ihr Standort ist dann da. Sie sehen hier links schon die Bereiche und könnten jetzt schon Ihren QR-Code generieren. Ich mache das einfach mal. Das ist dann ein PDF und das ist das PDF oder der QR-Code, den Sie dann in den jeweiligen Bereichen halt ausdrucken müssen, wo sich dann die Leute, Ihre Kunden quasi einchecken. Ich mache das mal. Also ich habe jetzt hier mein Handy, so, die Luca-App, klick auf selber einchecken, scanne jetzt den QR-Code und bin jetzt quasi an meinem Teststandort eingecheckt. Also ist dann hier so eine grüne Ansicht, kennen Sie vielleicht schon und dann geht dann so ein kleiner Counter hoch, wie lange ich denn da bin. Und würde mich dann, wenn ich die Lokation wieder verlasse, entsprechend wieder auschecken. Und wir sehen dann, da haben schon ein paar mehr gemacht, perfekt, sehen dann hier eine Gästeanzahl, eine Gästeliste. Und das Gute ist, ich als Betreiber sehe jetzt keine, sehe jetzt nicht mehr Frau Müller oder Herrn Meier, ich sehe Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Also ich könnte jetzt selber gar nicht mehr sagen, bin ich diese Buchstabenkette, Zeichenkette, bin ich diese Zeichenkette, wer bin ich? Das weiß selbst ich nicht mehr. Das System pseudonymisiert sofort diesen Check-in und im Hintergrund weiß das System, okay, dieser Check-in ist mit diesen Kontaktdaten verknüpft. Aufschließend kann das aber nur das Gesundheitsamt. Sprich, Sie haben keine Echtdaten mehr, Sie sehen eigentlich nur noch diese Zeichenketten. Genau, und das ist eigentlich im Endeffekt schon die ganze Nutzungsweise, die Sie dann mit den QR-Codes und der Apps haben. Wir haben natürlich auch die Schlüsselanhänger, hatte der Herr Pegel ja schon erwähnt, das sind die hier. Die Sie dann bei sich in der Bevölkerung verteilen können, Bezug dann direkt über Luca. Und die müssen natürlich entsprechend auch irgendwie mit dieser Lösung verknüpft werden. Jetzt ist natürlich klar, man kann nicht einen QR-Code an QR-Code halten und dann funktioniert das. Schwierig. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die einzuscannen. Jetzt muss ich mir einmal kurz hier, jetzt nicht meinen eigenen. So. Dafür gibt es hier diesen Button-Scanner starten. Ne, auf diesen Bereich. Da klickt man dann drauf und hier gibt es noch weitere Möglichkeiten für Leute, die kein Smartphone haben, die dann zu registrieren. Man kann zum einen den Schlüsselanhänger mit einem Tablet oder Smartphone scannen, mit einem QR-Code-Lesegerät, das mit dem Laptop verbunden ist, oder halt mit einem Kontaktformular. Das ist dann nochmal eine dritte Variante. Und entweder kann ich an meinen Check-in-Points hier diesen Bereich aufrufen und dann hier auf diese Buttons klicken oder ich kann den Link kopieren und diesen Link dann verteilen. Ich mache das mal, jetzt zum Beispiel für den Scanner mit dem Smartphone und im Endeffekt sieht dieser Link dann so aus und wenn Sie den dann aufrufen, dann sehen Sie dann das hier auf Ihrem Bildschirm. Ich mache mal kurz meine Kamera aus, dann sehen Sie auch, was die Kamera sieht. So, mal gucken. Da, Video beenden. So, jetzt müsste ich hier gleich aufploppen. So, gleiche Nutzung von Webcam ist immer ein bisschen schwierig. Ich aktualisiere das mal. So, jetzt. Genau. Also im Endeffekt würde jetzt, wenn Sie auf diesen Scan-Link betätigen, die Kamera aufgehen und dann würden Sie diesen QR-Code dann scannen. Das ist ein bisschen Haken für Webcams, deswegen muss ich es einmal wegnehmen, aber grundsätzlich so, legen Sie dann jetzt den Schlüsselanhänger. Halten den davor. Damit ist es, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Mit dem Handy ist einfacher, weil es vernünftig fokussiert. Ich zitter aber auch zu doll. Ja. So. Und jetzt, so, können wir wieder hinhängen. Und jetzt habe ich hier in der Gästeliste
dann einen weiteren Check-in. Ne? Also 17.30 Uhr, also das, da ich jetzt weiß, dass ich das gerade gemacht habe, sehe ich, hier sind meine Daten. Und auf diese Art und Weise können dann die Daten vom Schlüsselanhänger sozusagen im Hintergrund mit Ihnen geteilt werden. Die andere Variante, die es dann gibt, ist dann das Kontaktformular, dieses Webformular. Sprich, wenn Leute, keine Ahnung, die haben kein Smartphone, die haben diesen Schlüsselanhänger nicht, weil noch nicht verfügbar, und kommen jetzt in den Laden und würden gerne ihre Kontaktdaten hinterlassen. Und die letztmögliche Variante, die sie so haben, sind immer Zettel und Stift. Das muss natürlich nicht sein. Dementsprechend kann man dann auch über dieses Webformular seine Daten hinterlassen. Also zum Beispiel, ich gebe jetzt einfach mal ein, Christian Machatsch, dann meine Adresse, so, Rostock, 18.59, meine Telefonnummer, meine E-Mail. Also das ist jetzt quasi das digitale Zettel ausfüllen. Ne? Also Sie sehen, das ist schon wesentlich aufwendiger, in Anführungszeichen, als einfach sich diesen QR-Code zu scannen. Dann speichere ich das und die Daten sind sofort weg. Sprich, Sie haben wieder dann auch keinen Zugriff auf die Daten, aber die Kundin hat dann entsprechend die Daten hinterlassen. Und ich sehe dann hier, um 17.39 Uhr, das ist dann mein zweiter Check-in sozusagen, wieder nur eine Zeichenkette. Und das sind quasi drei Varianten. Also einmal, der Kunde scannt den QR-Code selbstständig, Sie scannen den QR-Code auf dem Schlüsselanhänger, beziehungsweise fügen dann die Kunden quasi entsprechend mit dem Webformular hinzu. So. Jetzt ist natürlich wichtig, dass sich die Leute auch auschecken. Auf dem Handy ist es relativ einfach. Ich kann ja entsprechend auf meinem Handy einfach hier, wenn man das hier unten sieht, nach links swipen, also wischen. Das mache ich einmal und dann bin ich entsprechend ausgeloggt. Dann ist das wieder normal. Sie haben gerade gesehen, von 4 ist es auf 3 gesprungen. Sprich, da kann ich mich einfach selbstständig dann ausloggen. Mit den Schlüsselanhängern und den Webformularen ist es natürlich ein bisschen schwierig. Die können sich nicht selbstständig ausloggen. Da gibt es die Möglichkeit, dass man hier rechts auf den Button Gäste auschecken klickt. Ich muss wieder mein Bild kleiner machen, so. Und dann klickt man auf Auschecken und dann sind quasi alle aktuellen Check-ins dann raus. Da wird gerade noch ein bisschen dran verbessert, dass man sagen kann, okay, vielleicht scanne ich einen QR-Code das zweite Mal, dann wird er ausgecheckt oder ich kann bestimmte Zeiträume auschecken. Da kann Tobias auch noch mal was zu sagen. Aber da muss noch ein bisschen was weiterentwickelt werden. Aber grundsätzlich geht hier der Checkout dann so vonstatten. Genau. So, das erstmal grundlegend zum Checkout, Check-in und Checkout. Und dann gibt es hier unten noch ein paar andere Einstellungsmöglichkeiten. Die gehe ich jetzt einfach mal durch. Und zwar der erste Punkt ist Check-in anpassen. Ich aktiviere das mal. Hier kann man weitere Abfragen integrieren. Wir haben Szenarien zum Beispiel, dass im Pflegeheim, die beim Check-in abgefragt wird, welche Person besuchst du denn? Oder hattest du Kontakt zu COVID-19-positiven Patienten? Oder ähnliche Sachen. Dann kann ich hier ein Abfragefeld definieren. Zum Beispiel Abfrage 1. Und dieses Abfragefeld wird dann, wenn ich den Schlüsselanhänger scanne oder das Webformular eingebe oder dann auf der Handy-App diesen QR-Code vom Kunden scanne, dann entsprechend dann das eintragen. Bei dem Self-Check-In ist es leider nicht möglich. Also kann man quasi dafür Sorge tragen, dass man die Daten auch wirklich richtig aufnimmt und der Kunde dann nicht einfach irgendwas eintippt, irgendwelche Zeichenketten, um weiterzukommen. Also wenn Sie so Szenarien haben, wo Sie weitere Sachen abfragen müssen, nehmen Sie das. Ich glaube, für den normalen Einzelhandel ist das erstmal nicht so wichtig. Aber grundlegend bestünde hier die Möglichkeit, wenn man selber die Leute scannt, hier weitere Sachen abzufragen. So, dann haben wir die Unterteilung in Tische. Das ist für Restaurants relativ, relativ gut. Da kann man einfach sagen, ich habe 20 Tische. Dann generiert er einem gleich die angegebene Anzahl QR-Codes. Auch relativ einfach aktivieren, Anzahl eingeben. Und dann kann man den QR-Code erstellen. Und dann hat man die unter QR-Code erstellen beispielsweise einfach, ich zeige Ihnen das mal, eine ganze Liste mit ganz vielen QR-Codes. Ne, damit man nicht jeden Tisch einzeln als Bereich angeben muss. Weil im Endeffekt die Hauptzielgruppe sozusagen für diese Funktion sind dann die Restaurants beispielsweise. Wir können aber auch dann wieder sagen, okay, ich möchte es nur für meinen ganzen Bereich haben. Dann habe ich wieder nur diesen Check-in hier. Genau. Und grundsätzlich gibt es dann hier links, wie Sie sehen, bei den verschiedenen Bereichen für jeden Bereich einen QR-Code zum Einchecken.
die Sie dann auslegen können. Genau. Wie Sie das dann bei sich handhaben, das ist dann von den Örtlichkeiten abhängig. So. Und zu guter Letzt haben wir noch den Checkout, den automatischen Checkout, wo ich definieren kann, ich möchte meine Leute automatisch auschecken. Also beispielsweise, wenn Sie die Lokation in einem Radius von 500 Metern, also wenn Sie 500 Meter weiter weg sind, werden Sie automatisch ausgecheckt. Da gibt es gerade noch so ein paar Probleme mit. Deswegen würde ich das bis auf Weiteres erstmal nicht so empfehlen, weil man jetzt gerade, wenn man diesen automatischen Checkout eingestellt hat, können die Leute sich nicht selbstständig auschecken, wenn sie in diesem Radius noch sind. Ist für Testzwecke ein bisschen schwierig. Aber so grundsätzlich ist es natürlich eine Erleichterung für die Leute. Ne? Die App erinnert einen auch regelmäßig daran, check dich aus, denk dran, du musst dich auschecken, aber es vergessen ja auch viele. Deswegen ist das eigentlich zukünftig eine gute Sache. Genau. Aber so, wenn Sie das mal testen wollen mit dem Einchecken, Auschecken, dann sollten Sie es erstmal ausstellen, weil sonst wird es schwierig, sonst müssen Sie ganz weit weggehen, damit Sie sich auschecken können. Das ist ja auch nicht so eine Sache. Genau, so, habe ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen? Ich gucke nochmal kurz. Genau, Sie können theoretisch mit einem Luca-Account ein oder mehrere Standorte erstellen. Ne, also wenn Sie sagen, Sie haben sind jetzt eine Bäckerei und haben diverse Filialen, können Sie sagen, Filiale 1, neuen Standort erstellen, Filiale 2. Genau der gleiche Prozess. Und hier oben rechts, das ist jetzt hier noch so ein Ausrufezeichen, da sehen Sie dann die Anfragen vom Gesundheitsamt. Das kann ich jetzt nicht simulieren, vielleicht kann der Tobias das gleich nochmal zeigen. Aber also grundsätzlich gibt es da einen Button, da klicken Sie drauf, dann kommt ein Upload-Dialog, da laden Sie dann Ihre Datei, die Sie ganz am Anfang ganz wichtig runtergeladen haben, laden die hoch, klicken auf Freigeben und so, also quasi innerhalb von wenigen Klicks, hat dann das Gesundheitsamt Ihre Daten und kann dann entsprechend dann die Kontaktnachverfolgung dann vornehmen. Genau, so, jetzt überlege ich gerade, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also das war jetzt einmal länger erklärt, wie mache ich denn die Standort- und Preiserstellung für mein Geschäft. Genau, also 5 Minuten ist, glaube ich, nicht übertrieben, das geht wirklich so schnell. Herzlichen Dank für die Ausführung. Sehr spannend, das mal so live zu sehen, wie das einfach geht. Ich weiß nicht, ob Tobias Hammer noch etwas ergänzen möchte. Falls ich nichts höre. Also grundsätzlich gibt es da kaum noch was zu ergänzen. Also sowohl Christian als auch der Minister haben alles tippitopp erklärt. Das hätte ich besser nicht machen können. Da jetzt gar nichts ergänzen, sondern eher quasi was, wenn es Fragen gibt und da unterstützen. Wunderbar, vielen Dank. Und ja, ich würde jetzt gerne an zwei Damen aus dem Gesundheitsamt beziehungsweise aus der IT übergeben. Ich würde starten gerne mit Dr. Kerstin Neuber, die uns einmal ein bisschen ins Gesundheitsamt mitnimmt und wie da die Zusammenarbeit mit der App klappt. Gut, also zur technischen Umsetzung selber kann ich nichts sagen. Wir haben bis jetzt noch keine positiven Meldungen oder Zusammenführung tätigen müssen. Was ich aber noch mal betonen will, und das hat eigentlich Herr Machatsch heute sehr gut erläutert, ein Gesundheitsamt verfolgt ja nicht Personen, die sich in riesigen Räumen aufhalten, sondern es muss sehr kleinteilig vonstatten gehen. Das, womit wir zurzeit am meisten konfrontiert sind, das sind zum Beispiel Rückfragen von Kunden. Also zum Beispiel eine Altenpflegeeinrichtung, wo ist es am günstigsten, diesen Code anzubringen? Da ist es natürlich einmal praktisch für die Einrichtung schon, dass man dieses Gebäude betreten hat. Aber für die Kontaktnachverfolgung ist das die Einrichtung einfach zu groß. Uns gehen ja wirklich enge Kontakte etwas an. Deswegen geht dann immer die Frage, sind zum Beispiel Wohnbereiche ein kleinteiliger Bereich? Wie Herr Maratsch sagte, kann man das ja dann auch entsprechend vergeben. Jetzt hatten wir die Anfrage, ist es günstig zum Beispiel Personen zuzuordnen? Also ich habe einen Bewohner und der Bewohner kriegt mehrere Besuche. Und auch das ist möglich, dass man dann wirklich sagt, ich beziehe das rein auf den Besuchsraum. Oder ich habe in einer Alten- und Pflegeeinrichtung einen Raum, wo gemeinschaftlich was stattfindet. Ein gemeinsames Essen oder eine kleine Tanzveranstaltung oder eine Bastelveranstaltung.
Und dann kann ich natürlich so einen gemeinschaftlich genutzten Raum auch nutzen, damit Personen sich dort einloggen können. Und dann können wir das kleinteiliger verfolgen. Das heißt, es ist ein begrenzter Zeitraum und es ist auch eine kleinere Gruppe, die eine Rolle spielen kann. In einem zentralen Kaufhaus zum Beispiel ist es nicht so empfehlenswert, auch dieses große Kaufhaus, zum Beispiel KTC, sondern da müsste man dann auch schauen, sind das entsprechende kleinere Geschäfte, die würden uns dann schon eher interessieren. Und dann muss man aber auch anhand des Kundenstroms wahrscheinlich beobachten, gibt es enge Bereiche. Also zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, Umkleidebereich. Wir wissen ja, die Damen sind etwas wählerisch, man nimmt gleich mehrere Kleidungsstücke mit und dann hält man sich natürlich in dem Bereich, wo die Kabinen sind, auch länger auf. Dazu muss ich natürlich jetzt nicht jede Kabine markieren, sondern auch in dem Bereich, wo die Leute sich gegenseitig begegnen können. Das Gleiche haben wir zum Beispiel in Sportstätten. Also in Sportstätten würde uns auch weniger die große Sportstätte interessieren, sondern es gibt Umkleidebereiche und es gibt Bereiche, wo Duschen installiert sind, wo wirklich sich in einem kurzen Zeitraum Personen auf einem engen, vielleicht sogar nicht so gut belüfteten Bereich treffen können. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, der Wunsch des Gesundheitsamtes an die Nutzer, dass die sich mal ihren Bereich anschauen und wirklich gucken, wo sind da eigentlich die Bereiche, wo es sehr eng wird, wo es fast nicht zu verhindern ist, dass Leute sich über einen längeren Zeitraum auf diesem engen Raum aufhalten. Und das sind eigentlich die kritischen Punkte, wo es auch mal zu Übertragung kommen kann. Also ein größeres Möbelhaus zum Beispiel ist sehr weitläufig und da haben wir natürlich, laufen wir mal aneinander vorbei. Aber das sind Flüchtigkeitskontakte, das sind keine langanhaltenden engeren Kontakte. Und man muss auch überlegen, wenn diese App genutzt wird, dann wird natürlich auch ein Wust an Daten erzeugt, der dann bei uns im Endeffekt im Gesundheitsamt ankommen würde. Aber daraus muss ein Gesundheitsamt entscheiden, was sind eigentlich Risikokontakte 1 und was nicht. Also Risikokontakt 1 sind sehr enge Kontakte in sehr beengten Räumen, nicht gut belüftet und wo sich auf kleiner Fläche viele Menschen aufhalten. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir irgendwann mal die Normalität kriegen und nicht wie jetzt eine Person auf 10 oder 20 Quadratmeter. Das sind natürlich keine engen Kontakte. Ne? Aber je mehr wir zulassen in diese Geschäfte, umso mehr Menschen bewegen sich in diesem Raum. Und dann muss man natürlich schauen, wo sind diese kleinen Gebiete, wo Menschen aufeinandertreffen können. Und so müsste man eben dann mit den Machern diskutieren, die Frage, wie viel Codes brauche ich? Theater, typisches Beispiel, uns interessiert jetzt nicht das ganze Volkstheater, sondern ich sitze im Theater, wer sitzt neben mir und wer sitzt vor mir und wer sitzt hinter mir? Das sind der enge Raum, wo wirklich enge Kontakte sind, sodass wir auch schon am Überlegen waren, ob man zum Beispiel in diesen Bereichen Sitze markieren könnte mit diesem Code. Aber das müssen wirklich die Leute realisieren, die das technisch umsetzen können. Das wäre es dann erst. Genau, ein Hinweis noch dazu. Also wir hatten mit unserem Gesundheitsamt auch schon die Sachen mal getestet und so weiter und geguckt, dass wir diese Abfrage, die jetzt derzeit noch sehr pauschal funktioniert, dass wir das so weit runterregeln, dass das Gesundheitsamt nicht sagen muss, ich kriege jetzt ja alle Daten und muss in den Daten erstmal gucken, sondern okay, dass Luca einem sofort dann die Daten gibt, ey, guck mal, das sind für dich die Priorisierten und das, okay, du hast hier jetzt noch Daten vom Baumarkt und sowas weiter, die sind erstmal nicht so wichtig, und dann kann das Gesundheitsamt gleich sagen, hier ist der Friseur, hier ist das Volkstheater, solche Geschichten, ne? Also jeder Check-in ist erstmal nicht falsch, ne? Also wenn Sie sagen, Sie haben ein Geschäft und Sie haben nur einen großen Bereich, machen Sie diesen Login trotzdem. Erstens führt es dazu, dass Leute sich daran gewöhnen, ihre Daten quasi per QR-Code-Scan zu verteilen. Und dann können wir ja auch, das ist ja auch zumindest der Rostocker Ansatz, Daten generieren und sehen, guck mal, hier passiert gar nichts. Dann können wir diese Öffnungsszenarien vielleicht mit besserem Gewissen dann auch unterstützen. Es ist im Endeffekt Gewöhnung, aber wenn Sie mehr Details angeben können, geben Sie unbedingt mehr Details an. Das hilft den Gesundheitsämtern so immens weiter, dass entsprechend dann die Kontaktnachverfolgung entsprechend effizienter passieren kann. Wunderbar. Vielen Dank.
Frau Dr. Neumann, vielen Dank, Herr Machatsch. Und ja, ich würde gerne übergeben an Frau Wache, IT der Hansestadt. Vielleicht hat sie noch ein paar Ergänzungen. So, muss mich erstmal schnell einschalten. Ja, also Frau Neumann, Dr. Neumann hat das sehr, sehr gut erklärt, vor allen Dingen, worum es auch nochmal geht. Um wo sind eigentlich diese Kontakte, also Kontaktpersonen ersten Grades? Das ist hier ein bisschen das A und O. Ansonsten haben wir das ganze Zusammenspiel zwischen den Lokationen, den Betreibern und dem Gesundheitsamt mal an Daten in echt getestet. Das ist also wie folgt abgelaufen. Ich bin durch Rostock gelaufen, habe so eine kleine Shoppingtour gestartet, bin in sämtlichen Läden drin gewesen, habe mich schön ein- und ausgecheckt, habe auch geguckt, wie sich Luca mal verhält bei bestimmten Sachen. Und dann habe ich bei uns im Amt eine Vorführung gemacht mit echten Daten sozusagen und habe sozusagen so getan, als ob ich jetzt Positivfall wäre. Also das heißt, das Gesundheitsamt ruft mich an und fragt mich nach Luca und ich sage dann ja und gebe meine Daten überhaupt ein, frei, indem ich ihm auf dem Handy auf dem nach Freigabe drücke und sehe dann als Gesundheitsamt über die ganzen Verschlüsselungsmechanismen, dass ich also die Schlüssel laden muss und so, sehe ich dann diese Liste aller Lokationen der letzten 14 Tage, waren jetzt keine 14 Tage, ne? Ich konnte also dann genau sehen, wo ich überall war, welche Baumärkte ich hatte. Und ich war beim Friseur, konnte man jedenfalls auch sehen. Ich habe dann auch mal die Chance genutzt, die Leute anzurufen. Und also die mit dem Baumarkt habe ich dann geredet und habe dann auch in echt die Daten angefordert. Nur habe ich natürlich deshalb angerufen, um den Leuten in den Lokationen zu sagen, das ist nur ein Test. Dass sie sich also nicht wundern, aha, das schickt das Gesundheitsamt irgendwelche Anforderungen. Und es gab tatsächlich auch einen, den habe ich nicht erreicht und der hat dann sogar bei mir angerufen, hat gefragt, sagen Sie mal, ich habe hier eine Anforderung von Luca, ist denn das jetzt echt? Ne? Also da ist schon, die Kommunikationsmöglichkeiten sind da sehr gut. Ich habe also immer wieder mal auch als Gesundheitsamt, wenn ich sehe, welche Lokationen in dieser Historie drin sind, mit den Leuten zu reden und auch rauszufiltern, was ist da mehr oder weniger passiert. Also rein technisch hat das alles sehr gut funktioniert. Wir haben sicherlich ein paar Anforderungen an die Entwickler von Luca, um eben besser und gezielter diese Kontaktpersonen ersten Grades zu ermitteln und eben auch immer hier wieder die Hinweise, wie ist diese Lokation einzurichten, damit es uns als Gesundheitsamt einfacher fällt, diese Bereiche auszuwerten, um zu lokalisieren, was ist dort für ein Infektionsgeschehen. Also wie gesagt, rein technisch alles bestens funktioniert. Genau, kleiner Hinweis noch. Also wir hatten die glaube ich, letzte Woche haben wir das, glaube ich, an Luca gegeben. Und Brand heißt eben bis heute, dass teilweise Sachen schon umgesetzt wurden. Tobias und ich wussten nicht genau, was. Also das müssen wir nochmal nachfragen. Mittlerweile weiß ich's. Okay, sehr gut. Dann sag. Und zwar genau das größte Manko oder da, wo wir am meisten erstmal helfen können, dass das Gesundheitsamt nicht alle Locations, bis jetzt war es so, sagen wir, Frau Wache bei ihrem Test war eben infiziert und dann bekommt jede Location, in der sie war, gleichzeitig eine Anfrage zu dem Zeitpunkt, wo sie da war. Das heißt, dass alle Personen, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort wie Frau Wache, also die infizierte Person waren, wo ja theoretisch eine Infektion hätte stattfinden können, eine Nachricht bekommen. Also ein Knopfdruck, alle Locations gleichzeitig, damit wir schneller sind. Und die Anfrage war eben, die auch sehr sinnvoll ist, dass eben nicht alle Locations unbedingt eine Anfrage brauchen. Also Frau Wache war ja auch im Bauhaus. Da wird man jetzt selten länger als 15 Minuten in weniger als 1,5 Meter Abstand sein, ohne Maske. Und daher kann man da die Kontaktverfolgung eher vernachlässigen. Und jetzt haben wir schon umgesetzt, dass man eben auswählen kann, welche Locations denn sinnvoll sind. Umgesetzt heißt, es ist bei uns umgesetzt. Wir testen das gerade. Es wird freigegeben morgen wahrscheinlich und dann mit dem nächsten Update, was wahrscheinlich Ende dieser Woche ist, ist das dann bei allen Gesundheitsämtern in Deutschland verfügbar. Das heißt, auch hier, auch aus Betreibersicht, da Sie die meisten der Betreiber sind, gibt es da Feedback. Gibt es Prozesse, die nicht besonders gut und rund laufen oder etwas nicht intuitiv ist, dann sind wir auch sehr froh, wenn Sie uns direkt anschreiben.
Dafür gibt es eine E-Mail, die heißt locations@luca-app.de. Findet man aber auch auf der Homepage. Und da sind wir immer sehr happy über Feedback, dass wir das Produkt für uns alle weiterentwickeln können. Das zu dem Update, was Christian und ich vorhin noch nicht wussten, jetzt aber wissen. Ja, vielen Dank für den Input. Dann würde ich jetzt gerne in die Fragenrunde starten. Bevor wir das tun, würde ich gerne nochmal sagen, dass ich sehr begeistert bin, dass die Hansestadt gestartet ist. Der Landkreis strebt jetzt nach und also ich finde, wir sind eine tolle Vorreiterregion. Also das macht mir besonders Spaß, dass wir heute alle hier so schön zusammenarbeiten. Und das Ganze, auch die Veranstaltung heute, ist ja ein Kooperationsprojekt. Unser Netzwerk Region Rostock Marketing Initiative wurde sehr unterstützt, einmal vom Unternehmerverband Rostock Mittleres Mecklenburg, von der IHK zu Rostock und auch von der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern. Also da arbeiten wir alle an einem Strang und ja, finde ich ganz toll.